So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier mit Elden Ring. Danke, dass ihr mir den August ein bisschen freigegeben habt. Jetzt ist September, wir starten. Und natürlich habe ich nicht die ganze Zeit pausiert. Ich muss auch ein bisschen in der Steuerung drin bleiben. Aber es hat mir schon sehr geholfen, nicht ständig die Technik hier über zu strapazieren. Und so habe ich immer die etwas kühleren Tage verwenden können, um ein bisschen voranzukommen. Also schauen wir mal, was uns im Tiefwurz hier erwartet. Wir sind ja bei dieser älteren Dame angekommen, die etwas verwirrt berichtet hat von einem, ja, König, der zu Unrecht bestraft ist. Wir können uns das ja nochmal anhören einmal. Should have died a true death. A scion of the Golden Bough, sentenced to live in death. How could such a thing come to be? Okay, Fürst Godwin ist offensichtlich nicht einen Tod gestorben, den sie ihm gewünscht hätte. Oh Mann, diese Texturen sind aber auch nicht. Naja. Wir hatten hier auch noch eine kleine Rechnung offen. Und das da oben. Weil wir haben hier diese komischen Spinnen noch. Das sagt eigentlich unsere 11.000, sagen unsere Seelen. Oder es sind ja keine Spinnen, es sind ja fliegende Ameisen, Entschuldigung. Die Frage ist halt wirklich, wie man die gut aus der Luft kriegt jetzt. Vielleicht ja möglicherweise damit. Na ja, gut. Scheiße, jetzt kann ich kein anderes anvisieren. Wie kann man noch mal. Achso, so kann man abbrechen, ne? Bisschen Energie sparen hier. Ja, ich muss wieder ein bisschen reinkommen in die Steuerung, weil die Sommerzeit ist zwar schön, aber eben auch lenkungsreich, das wollte ich sagen. Die denn da? Hä? Also irgendwie. Ja, vielleicht dann doch lieber auf die Variante. Jemand von euch schrieb ja auch: Willkommen im hässlichsten Gebiet von Elden Ring. Ich mag ja Wald und so schlimm ist noch nicht. Ich mag sogar Ameisen, wenn auch die mich hier ein bisschen irritieren. Außerdem kommen hier regelmäßig irgendwelche neuen aus dem Boden raus. Das ist ja auch nicht so gut. Mich irritiert immer noch, dass man hier auch einen Geist theoretisch rufen kann. Oh, das reicht wieder nicht von der Entfernung. Wie groß sind die denn bitte? Welche ist denn jetzt vorne? Habe ich was verpasst? Wenn wir dies abvisieren, ey. Will halt schon das Zeug haben, was da liegt. Und dann bewegen wir uns da hinten weiter Richtung Wasser. Ich habe nur so die leichten Verdacht, dass sich wieder neue aus dem Boden auch hochwälzen. Ach, diese Abvisiererei, ey, furchtbar. Okay, ich muss mal kurz was Neues tanken. Bleiben. Überall raschelt es hier. Und demnächst kommt da auch noch irgendwas aus dem Boden bestimmt. Das ist doch noch nicht alles. Irgendeine Mama-Ameise. So, hallo.
Da in der Mitte kachelt gleich bestimmt was aus dem Boden, oder? Ich sagte ja, ich bin immer zu vorsichtig, aber das. Ich schnupper doch ein bisschen Schwefel. Irgendwas kommt ja aus dem Boden, oder? Wärmender Stein, das hat sich ja gelohnt. Schmiedestein Stufe 4. Wenn ich mich richtig erinnere, suchen wir immer noch einen Dunkelschmiedestein Stufe 7. Und es will irgendwie nicht werden. Da drüben waren wir ja schon. Da kam allerhand Gefiech raus aus dem Boden. Oh, die bleiben permanent weg. Naja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommen sie einfach erst, wenn man sich dahin wieder begibt. Oder es ist noch eine zweite Nische. Waren wir hier? Ne, hier ist doch Ende im Gelände. Okay. Möglicherweise waren ja auch gar nicht die fliegenden Ameisen gemeint. Ist ja was anderes gemeint, was hier gleich passiert mit dem mit der Geisterasche. Geisteraschenanzeige meine ich. Ich sammle das auch immer fleißig ein, aber bisher. Bisher hatte ich da noch nicht so richtige Baupläne, auch für das Reittier, für Torrent. Gibt es ja auch so einen extra Heiltrank. Da hinten liegt Zeug, da ist eine kleine Kapelle. Und da ist was Ekliges. Das ist wieder dieser Dunkelheitsschaden. Na toll. Geht ja auch nicht so leicht weg, ne? Der leuchtende Ritter ist bestimmt auch nicht gut für mich, meine Gesundheit. War das schon wieder irgendwas Drachenartiges? Auf jeden Fall spendet da irgendwas Flammen. Vier Schläge. Was habt ihr mir mal gesagt? Ich soll bitte aufpassen, dass ich nicht mehr als 3 Schläge brauche in einem Gebiet. Na gut. Ah, noch mehr so eine Ekelfrische. Okay. Wie? Das war schon die ganze Gruppe? Das kann nicht sein. Nee, da ist er. Oder es gilt als mehrere Gruppen. Ach ja, den kennen wir doch von der Festungsmauer. Reichweite geht's auch. Lieber einmal mehr umgucken hier. In die Teufelsbande mag ich nicht so gern reinstolpern. Oh, okay.
Kirche und noch ein paar mehr. Oh, scheiße. Okay, ich muss weg. Ich kann aber nicht weg. Weil mich das sofort tötet, wenn ich mich richtig entsinne, oder? Scheiße. Das ist so widerlich. Und dieser Effekt, ich meine, ach nee, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Ich muss doch irgendwelche Boli dagegen auch produzieren können. Kann ich aber nicht. Weil nämlich ich bin im Kampf. Ist das auch wieder so eine Klettergeschichte hoch da? Es ist aber ganz schön bevölkert hier. Hoffentlich haben die nicht auch noch irgendeinen Papi oder eine Frau Königin. Ah! Widerliche Gesellen. Schmierige Morlocks. Oh, der Effekt bleibt aber. Immer noch nicht alle. Das gibt's noch nicht. Ich habe immer im Ohr oder vor Augen, wie ich geschrieben habe, das hässlichste Gebiet. Bisher finde ich es ja ganz hübsch, aber diese Frösche. Ja. Und vielleicht kriege ich dann noch von unserem Feuerspuck aufs Maul. Lebt er noch? Lebst du noch oder bist du tot? Ich muss mich wirklich disziplinieren. Um mich. Ach, das war ein Blatt. Ich dachte, was ist das für ein komisches Monster? Ach, da sind noch zwei davon. Um das Blatt nicht zu überreizen mit diesem Chaoszauber. Mit diesem Dunkelheits. Naja, mit diesem Arschlochzauber da. Ups, muss mal weg. Meine zu erinnern, der Feuerspucker war von hinten gar nicht so schwer zu erledigen, oder? Wahrscheinlich dann auch eher mit unserem Blödhundreißzahn, oder? Aber das kann ja langatmig für euch werden, wenn das ganze Gebiet so aussieht. Stufe 6, das gibt's ja nicht. Da oben sitzt ja überall so eine Jungs. Also gucken wir als erstes mal. Ach so, wir sind ja unterhalb. Aber hier haben wir noch keine Karte. Das ist doof. Was sagt einem hier? Verborgener Pfad für was? Ach, ich
Ich hab, oh, oh. Ach du Scheiße, nicht schon wieder so einer. Oh nein. Nee, lass mal, ich muss kurz weg, Junge. Nee, nee, nee. Da habe ich ja immer noch nicht genug Rüstung. Haben wir den da hinten schon mal gesehen? Es waren schon so viele wiederholte Gegnertypen, dass ich nicht mal mehr weiß, welche Gegner ich schon mal wiederholt gesehen habe. Nein, wenn es hier geht, da noch freies Data. Die Frage ist, was da noch so alles hinter ihm hockt. Ach, er sieht mich aber, ne, oder? Ja. Auch wenn ich unten bleibe, sieht er mich immer. Das ist natürlich nicht so gut. Der denn jetzt schon wieder her? Das ist aber wirklich ein Kackgebiet. Ach. Morlock, Blasebalg, ey. Irgendwie besser vorgestellt. Ja. So. Und jetzt haben wir da eine blöde Höhle, von der ich nicht weiß, ob ich da rein sollte oder nicht. Aber es ist das erste Mal, dass hinter so einem Wasserfall irgendwas ist, oder? Täusche ich mich? Ist ein bisschen, was ist jetzt das Ziel eigentlich? Hier ist noch so ein goldener Krieger. Getroppt hat der Schamba jetzt nichts. Aber dann steht es ja zu vermuten, dass hier auch noch was drin ist, oder? Diese rotzigen Mistviecher. Achso, den habe ich schon. Das ist wieder so ein Ding, da falle ich bestimmt von den Klippen, wenn ich nur anfange mit dem zu kämpfen. Also gucken wir erstmal, ob es vielleicht irgendwo eine Gnade gibt. Der da gleich runterspringt oder so. Oder hat er einen Bogen? Man weiß es nicht. Hm. Ach, guck mal, das ist wieder so ein Loot-Offizier ohne Kopf. Da hinten drin. Eine Karte. Ach, das ist aber eine Überraschung. Okay.
Oh, ist ja gar nicht so riesig, wie ich gedacht habe. Und wenn der Baum hier eingezeichnet ist, müsste es ja eigentlich auch bedeuten, dass man zum Baum hin kann, gell? Okay, hier hinten wird dann ja wahrscheinlich irgendwie eine Art Boss sein, wenn das schon so aussieht. Das ist gar nicht hinten, das ist oben, ne? Also doch hier erstmal unten abgrasen. Man weiß es nicht. Wir gehen jetzt erstmal da Hallo sagen und müssen dann den ganzen Mist nochmal machen. Okay. Die Frage ist ja auch, ob es hier hinten noch was gibt dann. Oh, guten Tag. Na, das war ja auch ganz schön. Diese Dinger werden noch mein Untergang sein. Ich renne da wie bescheuert rein, weil ich zu dumm bin. Hier tappst doch was. Hä? Alter, wie viele sind das denn da drin? Sind das alles Tode? Tote? Sind doch aber abgeschlagen. Der lebt doch noch, oder nicht? Nee. Ach komm. Die nerven mich. Ist ja furchtbar. Dieser Effekt lässt auch so lange aus. Ich kann es wieder nicht herstellen. Ach, weil ich Schaden nehme. Jetzt kann ich da wieder nicht hinterher. Das war Stufe 6. Und das ist auch nicht so gut jetzt. Oh, ich hänge hier fest. Mann, geh doch mal. Jetzt, wieso kann ich nicht ab. Ach, ey. Ich verstehe immer nicht, warum ich manchmal dann nicht abvisieren kann. Das ist sowas von dumm. Bleibt mal schön auseinander, finde ich eine gute Sache. Ja, komm her. Komm doch her. Ach, Mist. Scheiße. Ich habe sie nicht. Ich muss weg. Doch irgendwas tun können, damit dieser Effekt aufhört. Scheiße. Das ist ja nicht Entgiftung dann, oder? Habe ich denn jetzt was bekommen? Nee, ne? Ach doch, Dunkelschmiedestein 6. Ja, 6 ist zwar nett. Können wir vielleicht nochmal gebrauchen, aber ich brauche 7.
brauche auf jeden Fall, falls ich irgendwie in den Hinterhalt gerate, brauche ich auf jeden Fall so einen Bolus. Boli? Bolus? Bololo? So, zwei sind doch immer noch im Spiel, oder nicht? Ich kann das immer noch nicht. Warum? Geht das wieder nicht in der Hocke, oder was? Hä? Weil ich im Wasser stehe? Warum? Hä? Habe ich immer noch Agro auf mir, oder was? Da müssen sie ja in der Nähe sein. Wo sind sie denn jetzt? Boah, wie viele sind das denn jetzt hier schon wieder? Da war doch noch einer eben. Tatsache. Mann, geht ihr einem auf den Sack. Alter, das ist ja wirklich schlimm, dieses Gebiet. Also, ich habe ja schon im Netz gelesen von dem Fable von Miyazaki, was Sümpfe angeht. Den nicht alle so geil finden. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht das, was gemeint ist. Hier sind es ja keine richtigen Sümpfe, die einen vergiften. Das ist noch so ein Ding. In dieses Gebäude sollte ich, glaube ich, aber auf jeden Fall noch mal rein. Alter, wirklich. Was für Mistviecher? 38.000 habe ich auf einmal? Wie kommt das denn? Habe ich die jetzt drin alle aufgeweckt oder was? Das wäre natürlich auch gut von hinten rein, ne? Wahrscheinlich muss man dann ja in dieses obere Gebiet über die Äste hier, ne? Oder über die Äste wahrscheinlich. Und hängt hier wieder irgendwas rum? So eine Zauberlinie. Seht ihr, zwei Wochen nicht gespielt, schon. Sind ja noch nicht mal zwei Wochen. Und schon hat man alles vergessen. Unerwartete Glückseligkeit. Kann ich jetzt noch nicht so teilen. In seine Höhle möchte ich jetzt auch ungern. Das ist so ein Fall, können wir mal später machen. Irgendwie. Okay. So, jetzt haben wir systematisch die Kirche umrundet. Ich weiß, euch nervt sowas, aber das ist nun mal meine vorsichtige Art zu spielen. Um alles vorher zu säubern. Und dann sehen wir in der nächsten Folge mal da rein. Wahrscheinlich wird die nächste Folge sehr kurz und wir müssen alles nochmal machen. Bleibt schön neugierig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.